Symphony of the Night. Ich bin immer noch im umgekehrten Schloss. Das ist unser neuer Aufenthaltsort. Ich könnte unten lang, könnte auch hier oben lang. Ich bin mir nicht sicher, wo ich lang gehen soll. Ich habe nur so eine Sache, ne? Oh, ich habe ein heiliges Quest bekommen. Mehr Lebensenergie. Jawoll! Kann ich durchbrechen? Was ist denn das? Ein Diamant. Diamant. Ja, nicht Diamant, sondern Diamant. Ist das irgendwas Besonderes? Nein, ist nur zum Verkaufen. Sehr, sehr gewinnbringend angeblich. So, dann gucken wir mal, wo es hier hingeht. Das sieht aus, als könnte hier was versteckt sein. Nein, ist aber nicht. Fliegende Quallen. Ach nee, nicht die Dinger. Gab es solche Viecher nicht auch in Super Metroid? Die, wenn du anhittest, dass da kleine Sporenviecher rauskommen? Oder täusche ich mich da? Oder war das Order of Ecclesia? Ich bin mir nicht mehr sicher. Wie komme ich da jetzt am besten vorbei? So. Ach gut, ich kann die anhitten, wenn ich nach oben springe und gleichzeitig schlage. Das macht die Sache natürlich einfacher. Wenn ihr in einem Gebiet jetzt mal keine Musik hört, ja, also kein Ton, wirklich nur den Spielsound, dann müsst ihr euch bei YouTube beschweren, denn dann musste YouTube die Musik entfernen, weil ich sonst von Sony Music Entertainment einen Strike bekomme, ja, das ist nicht gut. Also ihr könnt die Folge zwar sehen, aber halt ohne Musik dann in diesem bestimmten Levelabschnitt. Ist nicht überall so, sind da bestimmte Melodien. Warum das auf einmal so ist, weiß ich nicht. Am Anfang, die ersten 10, 12 Folgen ging es wunderbar. Ohne irgendwelche Probleme. Und dann hieß es auf einmal Strike, Strike, Strike. Also bitte nicht wundern. Ja. Ist halt nicht so einfach, das jetzt irgendwie aufzunehmen, hochzuladen auf YouTube. Wegen irgendwelchen Richtlinien und Bestimmungen und hast die nicht gesehen. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ja, damit du Bescheid bist. Bin ich da jetzt nicht in dem Abschnitt von, wo das mit der Succubus war? Wo wir das, die Szene mit seiner Vergangenheit gesehen haben und seiner Mutter? Oh. Ein Opalring. Ist auch noch zum Verkaufen. Hier ist nix. Na, kleiner Imp. Ein Hit und du bist tot. Haha. Ja, die Musik ist so toll in dem Spiel. Ich lasse dich einfach mal aus. Wären zwar wunderbar Erfahrungspunkte, aber nee, das ist mir jetzt nicht wert. War hier nicht irgendwo ein Speicherpunkt in der Nähe? Also wenn ich mich jetzt zurückerinnere ins normale Schloss, dann glaube ich, war hier irgendwo ein Speicherpunkt. Ist auch toll, dass das Wasser noch weiterhin nach unten fließt, was jetzt nach oben ist. Hier oben seht ihr es. Ganz cool eigentlich. Und auch hier, das Wasser bleibt auch, wo es ist. Ja, das tut mir weh. Ah, du schon wieder. Ah, das Mistvieh macht Schaden. Hey, guck dir das mal an. Nee, komm, da gehe ich nicht lang. Ich habe jetzt keinen Bock zu sterben oder sowas, das muss nicht sein. Gehe ich später lang, wenn ich wieder einen Speierpunkt hatte. Und ich habe irgendwo mein heiliges Kreuz verloren. Wo habe ich denn das wieder aufgesammelt? Ah, da kommt man normalerweise von oben, da müsste hier ein Speierpunkt sein. Jawohl, hier ist ein Speierpunkt. Wie, dass ich es gewusst hätte, ne? Tja. Das heißt, wir sind hier.
Dann gehe ich mal diesen Weg. Ist auch toll, wenn ich eine Fledermaus bin, dass ich an der Seite noch meinen Säbel habe. Seht ihr das? Schon irgendwie cool. Aber kein Seitengang. 400 Gold. Das Heilige Kreuz. Jawohl. Ist auch interessant, dass das im normalen Schloss gar nicht irgendwo zu finden ist, außer kurz vor Richter Belmont. Oh, mehr Herzen! Jawohl. Weil mir mehr Lebensenergie irgendwie lieber wäre, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich denke mal, da finden wir auch noch ein paar irgendwo versteckt. Ja, die kleinen Scheiße vergiften. Aber nachdem sie nur einen Schadenspunkt machen und die Vergiftung nicht wirklich lange hält, ist mir das egal. Also ich muss jetzt kein Gift auspacken oder sowas, das muss nicht sein. So. Das sieht so aus, als könnte ich jetzt irgendwie durchschlagen oder so. Nein, da habe ich mich getäuscht. Ah, wieder haufenweise Urnen. Nee, das war doch der Weg zu Sukubus. Genau, weil die ganzen Urnen, das weiß ich noch, mit diesen Wheel-Tickets. Was immer mir sind Wheel-Tickets bringe ich. Hab keine Ahnung. Bekomme ich wahrscheinlich ein Happy Meal irgendwie vom Totan oder so. Ach genau, hier war der Teleport, was? Da waren Peanuts. Da war der Teleport für die Traumwelt mit der Succubus. Da war hier ein Speicherpunkt, oder? Jawohl. Schade, dass es da keine umgedrehte Traumwelt gibt. Das hätte mich jetzt schon irgendwie erfreut. Das wäre cool gewesen. So, den ganzen Weg wieder zurück. Das heißt, das ist ein Verbindungsweg zu hier. Okay. Jetzt bin ich mal hier ganz kurz vorbei. Ich bin wichtig. Was hier Gold droppt. Aber hier gibt es doch diesen Shop-Typen gar nicht. Zumindest war er nicht in der Bibliothek. Oh ja, er macht so viel Schaden. Ein Hitpoint. Oh mein Gott. Was soll ich nur tun? Oh mein Gott. Ach, guck mal, dann bin ich wieder hier, wo ich angefangen habe. Dann bin ich jetzt hier genau eine Schleife gelaufen. Nach oben. So, den ganzen Weg wieder zurück. Und da mal rechts gucken, wo diese komische Pflanzenfrau war. Die ja um die 40 Schaden macht, weil, hey, warum nicht? Meine Elfin da an der Seite sieht auch ganz toll aus, wenn sie nach oben fliegt, oder so. Lalala. Alles ist traumhaft. Die hat die Ruhe weg, das sage ich euch. Die hat die Ruhe weg. Ach, hier ging es auch in diesen Extra-Bereich. Genau, da war der Minotaurus. Ah, nicht der Minotaurus, der Cerberus unten. Ja, jetzt hätte ich ein Spell gemacht, aus Versehen. Nein, du sollst oben bleiben, Gottverdammt. Fällt der permanent ins Loch runter, was soll denn der Mist? Oh, 65 Damage. Da, ich mach's dich mit dem Kreuz, Baby. Und ein Level Up. Boah, das frisst 200 Herzen, dieses Special mit dem Kreuz. Oh ne, jetzt kommen sie wieder. Ach, 35 Damage, das ist so widerlich. Wenn ich schnell genug hinkomme, sind sie kein Problem. Wenn. Ich kann den Stein zerschlagen, bevor er ihn wirft. Das ist cool.
Ich habe immer noch nichts für Wasserresistenz. Was? Du bist Wasser? Ja? Ach nee, das ist... Ah, das ist davor. Dachte ich schon, das wäre jetzt der Wasserfall, der mir nachläuft oder so. Hier ist eine Verbindungstür. Nee. Ah, nicht schon wieder sie. Gut, ich gehe durch die Verbindungstür, bevor ich krepiere. Das ist einfach intelligenter. Ah, die machen so viel Damage. Na gut, wäre sinnvoll, wenn sie nie viel Damage machen würden, oder? Ah, da ist das, was zum Cerberus ging. Ah, Gaibon, das war ein Boss. Wie wir alles als allererstes Mal ins Schloss gekommen sind, wisst ihr das noch? Von denen scheint es auch mehr zu geben. Na, wenn ich hier durch das Maul gegangen bin, kam ich zu diesem Boss. Lass mich da mal rein, das ist nämlich ein Speierpunkt, genau. Bin ich gespannt, ob da jetzt auch ein Boss kommt. So wie ich Castlevania kenne normalerweise schon. Die machen wieder nur ein Damage, wisst ihr? Die anderen Pflanzenviecher machen dann wieder 1000 Damage. Ja, das sind keine Bosse, das sind normale Slogra-Dämonen. Ich mach mal hier das Licht aus, weil das blendet. Dann kommt jetzt der Boss. Es ist tot! So, you've made it this far. In the name of your father, cease this foolishness! Not while there's a breath in my body. Then for the master, I'll feast on your soul this night. Das würde ich jetzt mal so nicht sagen, lieber Tod. Du bist zwar da tot und kannst Sicheln werfen, im Mass, aber... Oh, mach 20 Damage. Oh oh. Was? Das war doch schon? Oh ne, doch nicht. Hätte mich jetzt schon ein bisschen gewundert. Aber das scheint nicht so schwer zu sein. Ah, außer trifft mich. Du sichelwerfender Verrückter. Ist er jetzt tot? Ja, sieht so aus. Okay, der Tod war super easy. Obtained das Auge von Vlad. Vlad. Ach, das war bei Relikte, glaube ich, oder? Auge von Vlad. Glück plus 10. Nicht schlecht. Da ist ein Schalter. Da brauche ich mein Imp. Beziehungsweise Dämon war das. Na, drück den Knopf, komm. Warum drückst du den Knopf nicht, du Fallisau? Jetzt halt. Hmm. This switch hasn't been pressed yet. Dann drück hin und red nicht so lange. Ich mach ziemlich viel Damage an den. Wundert mich ein wenig. Der speit ja Feuer, was soll denn das? Ah, da oben ist die kaputte Wand. Jawohl. Ist ja auch noch was? Nee. Grüner Tee. Im normalen Schloss war da ein extra Raum mit Items. Moment.
Moment, den Typen brauche ich nicht mehr. Nehme ich wieder die Fee, weil die kann nämlich unsichtbare Wände entdecken. Aber so wie es aussieht, war es das. Nein, war es doch noch nicht. Die wusste erst noch ein Raum. Power of Sire und ein Lebensapfel. Gut, dann habe ich das Kellergeschoss eigentlich schon wieder fast fertig. Ich glaube, da unten war sonst kein... Doch, ein Boss gab es da unten noch. Fledermäuse. Okay, links und rechts. Hier muss irgendwo ein Speierpunkt gewesen sein. Das ganze Grünzeug. Bah! Nee, hier ist kein Speierpunkt. Das ist auf der anderen Seite wahrscheinlich. Nope, hier ist er auch nicht. Alucards Schwert. Ist das besser als Luminus? Ich glaube es fast nicht, aber ich guck trotzdem mal. Alucards Schwert, da ist es. Nee. Nee, 46. Nee, vergiss es. Das ist ja ewig schlecht. Besonders da ich mich in den 70er-Werten befinde. Strawberries, yay! Das ist wieder so Power of Sire. Und hier geht's ins nächste Gebiet. So, was ich gerne mal hier weiter. Das wird noch eine ziemlich lange Reise, bis ich das ganze Schloss wieder aufgedeckt habe. Aber liebe Leute, wie es weitergeht bei Castlevania Symphony of the Night, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich bin euer Zarko und bleibt wundervoll, bleibt sexy, stay tuned and so.